Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 auf der Waldstätten-Map. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht weiter. Wir werden heute diesen Weg hier hoch machen, dass wir hier eine Zufahrt bekommen. Und dann werden wir noch jetzt hier schnell das Holz alles da reinpacken. So, 30.000 Liter haben wir drin. Jetzt haben wir gleich... So. 40.000, also 30.000. Ja, aber was war jetzt mit Füllen abbrechen, Paletten auffüllen? Das verstehe ich nicht. Naja, gut. Also wir werden uns dafür definitiv einen Autoloader holen müssen, die ganzen Paletten hier weg zu transportieren. Also ich will ja nichts sagen, aber sieht ja schon ein bisschen chaotisch aus. So, ich weiß ja nicht, wie der Preis jetzt wieder für die Paletten ist. Ist natürlich auch die Frage, nach welchen Paletten muss ich denn gucken? Nach Paletten. Nach den komischen gestapelten. Also nach denen. Die kosten jetzt aktuell 900, Preisänderung. Februar eigentlich am höchsten. Also eigentlich ist im Februar am höchsten. Vielleicht geht er ja noch ein bisschen hoch. Je nachdem. Weiß man ja nicht. Ja, also müssten wir ja auf jeden Fall jetzt dann verkaufen. Naja, gut. Dann werden wir uns jetzt mal den Johnny schnappen. Und... wollen wir uns mal den Autoloader holen? Hallo. Wieso kuppelt er den denn nicht ab? So. So. Dann holen wir jetzt den Autoloader und dann nehmen wir die Paletten mit. In der Hoffnung, dass er die auch aufnehmen kann. So. So, dann nehmen wir den gleich. Dann fahren wir mit dem schnell runter, damit wir die aufladen können. Ansonsten lade ich die jetzt schnell so auf, wenn es jetzt nicht anders geht. So. Paletten. Ich weiß immer noch nicht, was das heißt, Paletten auffüllen. Ich hab keine Ahnung. So, Ladegut. Europaletten. Dabei Europaletten, ja. Wahrscheinlich. Waderballen, 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 Europaletten. Da bin ich jetzt gespannt. Ich kann mein Ding nicht anschalten. Mein Autoload nicht anschalten. Jetzt blöd. Oh Mann, ey. Eine Doppelbelegung auf R. Objekt aktivieren, Objekt streicheln. Ist natürlich die Frage, wo hier die Busche. Brennholzverarbeitung, Baumstamm laden. Lumi. End. Was ist das? Dashboard Live. Okay, nee, CP, Alt R, E, OCA, nö, das ist jetzt blöd, weil ich jetzt irgendwie hier eine Doppelbelegung habe mit dieser komischen Produktion. Bin ich jetzt doof? Weil hier kommt irgendwas mit. Wenn ich da drin sitze, ist es nicht. Wenn ich jetzt hier drin sitze, warum auch immer, macht er hier Paletten auffüllen.
Das checke ich nicht. Also das verstehe ich jetzt nicht, wieso ich hier zweimal R habe. Auf jeden Fall sagt er mir 1 von 1. 1 von 1. Aha. Also aktuell habe ich 1 von 1 Euro Paletten drauf. Wenn ich jetzt die runter mache, habe ich dann 0 von 0. Also 0 von 44. Jo. Also anscheinend kann er die aufnehmen, aber ich verstehe gerade nicht das Problem. Ja, sag mal, wieso ist denn der eigentlich hier wie so ein Stein? Aber warum auch immer, ich kann hier nichts mit R machen. Wenn ich jetzt hier einsteige, habe ich einmal befüllt abbrechen und einmal Autoload einschalten. Guck mich nicht warum. Warum? Ach man ey, wieso ist denn das jetzt so blöd? Autoload einschalten. Ja. Was sind für Paletten? Ich check's nicht. Also ich check's wirklich nicht. Nicht bitte, wenn ich das jetzt abkuppel. Oder warum sagt er mir die ganze Zeit irgendwas mit R? So, mal ganz ehrlich. Wenn ich jetzt hier bin, hier hinlaufe, wenn ich irgendwas hier mit... Willen abbrechen. Ja, Steuerung hier. Oder bis wohin habe ich ja diese Scheißbefehle abbrechen? Oh, ist einfach unendlich. Ich, also wirklich, ich check dieses Befüllen von Paletten nicht. Das. Aber ich weiß auch nicht, wo das jetzt hingehört. Warte mal. Paletten. Deaktivieren. Wenn wir mal deaktivieren, ist immer noch da. Also das macht jetzt keinen Unterschied. Der hat kein Wasser. Automatische Bewässerung. Ja, werde ich wieder einen Haufen Geld für die automatische Bewässerung bezahlen müssen. Ja, 5000 mal eben. Ja, natürlich. 5000 mal eben für Wasser. Ach Gott. Mann, das ist doch schon wieder kacke. Wieso geht denn das jetzt hier nicht? Lass mich doch diesen Autoload einschalten. Ich weiß nicht, warum er darauf nicht reagiert, das checke ich nicht. So, ich habe jetzt die Einstellung, die die Tastbelegung einfach geändert. So. Und dann werden wir die jetzt da alle drauf holen. Gut. Wäre vielleicht auch sinnvoll, irgendwie so einen Weg hier hinten lang vielleicht zu machen. Bei 44 Paletten gehen ja drauf. Ich weiß zwar nicht, wie da 44 Paletten drauf sollen, aber gut. Ich werde jetzt auch den hier dahinter fahren, ist mir jetzt egal. Was, jetzt kann ich nicht mehr einsteigen oder was? Was hab ich denn jetzt gemacht? Ja, wieso kann ich jetzt nicht mehr in das Fahrzeug einsteigen? Würde ich veräppeln? Ich kann. Hä? Ich kann mit E. Hä? Ich kann mit E einsteigen. Aussteigen, aber nicht einsteigen? Was? Halt abseite. Oh Mann, ey. Da machen wir es jetzt halt auf O. Nee, geht auch nicht. Z. Geht auch nicht. M.
Warte mal. Hä? Habe ich jetzt die Einsteigen-Option ausgemacht, weggehauen oder was? Spielerinteraktion. Interagieren. Nee, interagieren eh. Das, ach nee. Entsteigen eh. Warum speichern? Aber wieso kann ich. Hä, wieso kann ich jetzt nicht mehr in meine Dinger einsteigen? Was soll denn das jetzt? Oh mein Gott. Warte mal. Ich kann mit E aussteigen, aber nicht wieder einsteigen. Das ist ja auch nicht schlecht. Das ist ja auch nicht schlecht. Das hätte ich jetzt auch noch nicht. Aber warum kann ich mit E nicht einsteigen? Was soll denn das jetzt? Das check ich nicht. Kann ich mit E nicht einsteigen? Jetzt geht's. Warte, wir fahren hier einfach außen rum. Der ist ja stark genug. Jetzt hab ich das Ding wieder gedreht. Alter, dreh das Ding wieder zurück. Deswegen, also wirklich, das ist ja. Ich fahre jetzt hier nämlich an der Weide vorbei. Dann sammelt er die ja von alleine ein. Hoffe ich. Bop, 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 bop. Also ich will ja nichts sagen, aber ich weiß nicht, ob das so gut aussieht. Warte mal, das war jetzt. Auf was habe ich denn das jetzt gelegt? Auf M? Ja, M ist Map. Ja, sorry. Junge, jetzt habe ich. Junge, jetzt habe ich die Scheiße auf M gelegt. Oh mein Gott, also wirklich. Ja, gut, dann muss ich nochmal gucken. Autoload M. Da machen wir es jetzt halt auf Keypad 7. Nee, geht auch nicht. Ja, Arbeitslicht brauchst du sowieso kein Schwein. Aber wenn ich jetzt auf 6 drücke und da macht er das Arbeitslicht an. Ihr wollt mich doch verkackäppeln hier. Mann, da mach ich es halt darauf. Nee, pushen. Talk. T. Auch nicht. B. Warte. B. So. Gut. Dann haben wir schon mal die Paletten. Junge, das ist auch einfach geisteskrank, dass das einfach nur 6000 Liter sind. Aber ich meine, wir müssen ja auch nur bis zu unserer Verkaufsstelle nach oben. Oder müssen wir da? Naja, das ist für Dings. Oh Gottes Willen. Ach du heiliger Bimbam. So. Oh, Alter, wie das weggeht, ey. Lecco mio. Geht er so schnell weg? Ist ja geil. 5700 Euro. Ja. Wirklich doch. Gut, dann den erstmal einstellen. Und dann würde ich sagen, mache ich mal ganz schnell hier die Auffahrt.
laissez vivre. L'art sans la science n'est rien. Être présent ou fidèle. Oser vivre. Oser rêver. So, dann sind wir damit auch fertig und ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, das ist vielleicht ein bisschen sehr steil, aber ich denke, wenn man hier so außen rumfährt, geht das voll klar. Wir müssen jetzt hier noch die Stumpen wegmachen. Ansonsten haben wir hier noch so ein bisschen Waldboden, den ich nicht wegbekomme. Also den Stumpen müssen wir wegmachen. Den. Und die zwei. Und ja, ansonsten finde ich das eigentlich ganz nice. Hier schön mit dem Ganzen hier. Ich habe hier noch ein bisschen ausdekoriert, ein bisschen Gras hingemacht, ein paar Bäume, dass das hier ein bisschen idyllischer aussieht. Auch hier vorne habe ich Bäume hingemacht. Hier so als Auffahrt. Hier Birke und dann da Eiche. Oder eine Fichte. Und genau. Ich denke, das ist auf jeden Fall gelungen. Schreibt mir da gerne eure Meinung in die Kommentare, was wir hier noch machen können. Und ich habe jetzt hier erstmal nur so einen Boden gemacht, um das dann hier weiter auszubauen, um dann hier vielleicht hier oben das zu nutzen und hier unten vielleicht Gras zu lassen. Man nur hier oben sagt, dass man hier ein bisschen was macht. Und genau, damit war es mit der heutigen Folge. Lasst gerne ein Like da und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schaut hier gerne noch die letzten Folgen an und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, tschüss und ciao.